Und los, hey Bulko. Das höre ich zum ersten Mal. Ich werde mich da nicht. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ach ja. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Ja gut, also wenn Bulko das sagt. Hey! Dass wir beide uns richtig verstehen. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber reden. Dann lassen wir unsere Schwerter sprechen. Hier draußen, komm her, Bulko. Zack. Was ist denn los? Schlag zu! Oh, Bulko, jetzt zeig mal, was du kannst. Nice. Dem hast du's gezeigt. Sehr schön. Ich dachte, du bist ein ganz harter. Jetzt liegt er da. Und rührt sich nicht mehr. Bulko, was hast du dabei? Eintopf, Gold und Sumpfkraut. Sehr schön. Ja, hopp, komm hoch. Komm hoch, du bist doch so ein Starker. Oh ja, da rappelt er sich auf. Und jetzt? Versuch das ja nicht nochmal. Du wolltest Stress, Junge, ja? Okay, er will das anscheinend kommentarlos stehen lassen. Und jetzt schlendert er wieder bosshaft zu seinem Homie Silvio. Na? Tja, blöd, oder? Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erstmal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Thekla, das war easy. Und danke. Tausend Dank für deinen leckeren, für deinen schmackhaften Eintopf. Den werde ich mir gleich einverleiben. Ich als Held. Jawohl, Gossek 2 und los. Und heute geht's ins Minental auf direktem Umweg. Wenn wir es schaffen. Aber vorher wird jetzt erstmal dieser leckere Eintopf von Thekla verputzt. Deliziös. Torloff, wir haben Lernpunkte. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Es gibt nochmal 5 Stärke. Oh Gott. Und ab jetzt kostet es 15 Lernpunkte. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sehr gut. Und dann hat uns Ona in der letzten Folge unseren Sold verwehrt. Zu Recht, denn wir waren ja irgendwie nicht mehr auf dem Hof und haben Bauern beschützt, sondern ganz weit im Abseits. Raven besiegt. Es war auch wichtig und nötig, aber auf den Hof aufzupassen, wäre natürlich auch nötig gewesen. Egal, Pepe. Wir haben Bulko umgehauen. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Sehr gut. So, Pepe ist stolz auf uns. Und wir sind natürlich stolz auf Pepe. Wie brav dieser wunderbare Mann seine Schafe hütet. Gott, Pepe, er ist das Standbein von Onas Hof. Ohne Pepe geht gar nichts. Patrick ist auch wieder da. Na, wie geht's dir? Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Sehr gut. Ein Hoch auf die Wassermagier. Hey, Cord, wir haben Patrick zurückgebracht. Was sagst du dazu? Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Nein. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Ja, das ist ein Lob, das einem Helden gebührt. Und jetzt geht's. Auf in die Kolonie. Auf schnellstem Weg. Hinfort.
Ach, und wir könnten, das ist jetzt ziemlich wichtig, wir haben hier Stärke gelernt, dann wird jetzt mal wieder ein bisschen umgeswitcht. Oh Gott, das wird so wehtun, dieses Amulett der Kraft abzulegen. Okay, das kann weg. Wir nehmen den Ring der Krieger. Wir brauchen Standfestigkeit. Und das Amulett hier weg. Ha, der Bonus. Das komplette Set der Kriege. Es verleiht uns Schutz. Schutz vor Waffen und Monstern und bösen Kreaturen, die es in dieser Folge zu töten gilt. Vielleicht. Und da wird noch ein Innos-Schrein. Ja. Innos. Innos? Lebensenergie läuft. Bester Gott. Innos. Du seist gelobt. Und da ist der Garn. Nein, Grom, wieso sage ich immer Garn? Hey, du! Das habe ich schon mal in einer anderen Folge versemmelt. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Wir haben noch Lernpunkte. Ein Schattenläuferhorn bekommst du ab, wenn du dich mit aller Kraft gegen den Schädel stemmst, am Horn ziehst und das Ding mit einer harten Klinge heraustrennst. Nice! Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Was gibt's denn noch Schönes? Zangen, Herzen? Zähne. Alles semi-optimal. Aber wir haben noch 9 Lernpunkte. Das heißt, 1, 6. Wir könnten theoretisch. So, Herzen. Die Zangen von Minecrawlern oder Feldräubern musst du den Tieren mit einem sehr starken Metallhebel herauslösen. Sie sitzen sehr tief im Schädel der Tiere. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Herzen brauchen. Aber die Zähne nehmen wir noch beim mit. Beim Entfernen der Zähne musst du vornehmlich darauf achten, dass das Gebiss beim Lösen vom Schädel nicht zerbricht. Jo, alles klar. Und jetzt? Da hinten gab es doch noch Wölfe. Und einen Troll. Zack, zack. Komm schon, ich will meine Skills testen. Fleisch, Zähne und Fell. Also die Zähne sind immerhin neu. Da ist ein Troll und da hinten ist nochmal einer. Gott, der bäumt sich auf. Weil wir gehen nochmal sicherheitshalber ein bisschen zurück. Machen Quick Save. Dann heißt es, wir schlucken. Haben wir noch einen schnellen Hering? Oh Gott, haben wir nicht. Seemannsgrog, weißer Rum, Bier. Wir hätten noch einen Geschwindigkeitstrank. Oh, ja, hopp, gönn dir. So. Damit wird's easy. Komm her, du Troll. Ja, bäum dich auf. Du hast keine Chance. Kreatur des Bösen. Der Held. Er hat keine Angst vor dir. Und der Troll hat einen Irokesen. Okay, einmal schön außen rum. La-di-da-di-da, ich bin der Trollschlachter. Zack. 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 Schwing. Tanz den Troll. Zack, zack, zack. Oh Gott, weg, 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 weg. Nicht. Auf keinen Fall. Oh Gott, weg, 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 weg. Auf keinen Fall zu leichtfertig an diese Sache herangehen. Denn wenn der Troll einen erstmal hat, dann ist es vorbei. Sehr schön. Komm, nochmal 2. Nice. Und weiter. Oh Gott. Ja, er bäumt sich nur auf. Easy. Und da fällt er. Wie ein Fels. Und hätte beinahe den Helden zerquetscht. Trollfell und Trollhaue. Jo. Und da unser Trank noch hält, muss unser Held sich den zweiten Troll auch noch stellen. Komm her, Ungetüm.
will Heldentaten vollbringen. So, weg. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Und einer geht noch. 6. Sehr schön, sehr schön. Sorry, du armer Troll. Ich weiß. Trolle stehen unter Naturschutz. Es ist echt tragisch, diese stolzen Tiere oder Humanoide töten zu müssen. Aber wenn sie den Helden angreifen... Oh Gott, er bäumt sich nur auf. Ja dann. Weg. Sehr schöne Animation. Ich liebe sie. Und was gibt es hier Schönes? Einen Kronstöckel, einen Rapier und Geld. Bogen. Aha. Und ein Bogenschützending. Sehr schön. Ja, es ist halt irgendwie blöd, wenn man so einem fetten, gut gepanzerten Viech versucht, mit einem Bogen Schaden zuzufügen. Gibt es hier noch irgendetwas? Wächst da noch was? Fällt knöterig. Sehr schön. Sehr schön. Ja dann. Würde ich jetzt mal sagen, wir bewegen uns auf direktem Weg in die Kolonie. Ich habe Angst. Die Kolonie, sie ist böse. Gott, vergessen. Und diese schweren Äste müssten von den Banditen sein, die hier oben bei dem Leuchtturm von Dexter gehaust haben. Da wäre die Brücke rüber. Egal. Auf in die Kolonie. Die gute alte Kolonie. Es wird Zeit, dort wieder hin zu gelangen. In dieses ehemalige Gefängnis, wo wir den Schläfer in seinem eigenen Tempel besiegt haben. Die guten alten Zeiten. Früher war alles besser. Ja? Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Und so Zeug. Was ist da? Bärchen. Bärchen, okay, wir könnten... Ja, wer ist denn das? Alter, Sir. Hast du es doch wieder auf die Weide geschafft, hä? Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Oh, bitte, bitte. Gott, was ist denn da los? Angriff? Ist das Keiler und Garn? Ein Mist wie weniger. Sorry. Garn, alles in Ordnung? Was machst du denn hier? Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Okay. Vermissen hätten wir erledigt. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Oh. Garn, wir könnten dir behilflich sein. Diese schnaubende Kreatur, ist sie das? Quick Save. Waffe. Und los. Ins Gefecht. Wie geht's dir? Oh Gott, zurück. Ey, Gott, wir halten den aus. Eigentlich müssen wir mal so zurückweichen. Dann trifft der eine nicht. Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Oh Gott, das wird richtig knapp. Ja, es ist knapp. Waffe.
Wir halten den so gut aus, wegen dem Set der Kriege. So, komm her und zurück. Schlag, Schlag, zurück. Schlag, Schlag, Schlag. Oh Gott, 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 oh Gott. Auf los geht's los. Na du? Und ausweichen. Der klappen können. Ah, oh Gott, er trifft mich trotzdem. Man muss nach hinten ausweichen. So. Zack. 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 Und los in die Schlacht mit Gebrüll. Jalalalalalalalai. Und ausweichen. Zack. Und ausweichen. Zack. Zack. So geht er. Oh Gott. Hol drauf. Spüre man in zwei Hände. Okay, ausweichen. Zack. Ausweichen. Zack, zack. Nice. Schnaubender Drachensnapper. Erledigt, Junge. Ha, tut mir leid um dich, du schönes Tier. Aber wenn du die Beute von unserem Wasserbarkier, Ring des Wassers, Freund. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Richtig. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Nice. Okay, ja gut, das war's dann anscheinend. Danke für die Feuernessel. Und wir heilen uns. Ja. Fleisch. Und noch ein Steak. Nom nom nom. Proteine für den Muskelzuwachs. Und Lurker machen wir auch noch. Na du, Kreatur, du. Wir sind auf dem Weg ins Minental. Dankeschön, Dankeschön. Und da ist er auch schon. Bewacht von zwei stolzen Paladinen. Und gibt's hier noch was? Eine Pfanne, nice. Nice, da grillen wir gleich. Fleischbraten. Alles. Wunderschön. Wunderschön. Da gibt's noch was. Lebensenergie. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, ja. Dann geh. Geh mit Innos. Geh mit Innos, aber geh. Ja, wohlan, meine stolzen Paladine. Auf. Und wir brauchen schon wieder unsere Waffe. Da sind noch mehr Gegner. Wölfe. Graue Wölfe. Gott. So. Dankeschön, Dankeschön. Stolze, graue Wölfe. Wie heißen die nochmal aus Game of Thrones? Diese Winterwölfe. Von Winterfell. Sehr. Sehr schön. Und da ist ein Ork. Gott, dem stellen wir uns. Erstmal beim Quicksave. Jawoll. Jetzt gibt's Action. Hey, komm her. Aber alleine. Jo, da kommt er. Ork, du bist keine Gefahr mehr. Und block. Dann kriegst halt du die Klatsche, ja?
Sehr gut. Block. Hör auf zu blocken, ja? Zack, zack. Schwing. Das nenne ich Skills. Komm schon, Ork. Du bist kein Gegner. Okay, er macht Schaden. Schöne Trio. Wird knapp, wird knapp, wird knapp. Zefix, es fing so gut an. Also anscheinend hält unser Held trotz seiner Rüstung und dem Set der Kriege immer noch nicht genug aus, damit Orks ein leichtes Spiel sind. Und es sind zwei. Und niemand weiß, wie viele Orks dahinter noch lauern werden, die uns den Weg versperren. Versuchen wir einfach mal einen anderen Weg zu finden. Oho. Was ist denn das? Eine Spalte? Was sich da wohl verstecken mag? Riesenratten. Ja, die sind einfach. Schön. Schön, 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 schön. Wunderschön. Ich betone. Wunderschön. Und nochmal zwei. Waffe? Wo sind die Gegner? Gott. Oh Gott, Leute. Seht ihr das? Das sind Goblins. Und einer reitet auf einen Molrit. Ich jetzt erst mal die Glatsche. Ich will den Molrit. Goblin reite. Sehr schön. Hat er jetzt irgendwas dabei? Es gibt nur schwere Äste zum Aufheben. Der hat was. Nicht den Ast. Goblin, ein Fisch. Jawohl, nice. Und eine Art. Was macht hier ein Teleporter? Schürhaken? Ein Ring. Ich will den aktivieren. Das wäre ja cool. Da ist eine Truhe, ein Lederbeutel. Links, zweimal rechts, nochmal links. Nice. Heilung. Dolch. Gold. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Und? Denn hier hinten, auf der anderen Seite dieser Brücke, erwarten uns Wölfe. Also drehen wir um. Ach, die kommen ja. Ja dann. Ja dann. So. Tschüss.